Hallo Freunde, ein herzliches Willkommen wieder zu meinem heutigen Video. Ich möchte euch halt bloß ein kurzes Statement geben. Bei uns war gestern Wintereinbruch hier in Kroatien. Es hat gestern den ganzen Tag geschneit. Angefangen hat es in der Früh mit Regen, dann ist es übergegangen in Schnee und nachmittags war es ein richtiger Schneesturm. Das hat eine ganze Menge hergehauen, was eigentlich für uns da normal nicht üblich ist und schon gar nicht um diese Zeit. Wir haben gestern den 6., aber nicht den 7. April haben wir gestern gehabt und es hat so viel hergeschnitten, das ist der Wahnsinn. Also sowas habe ich in den letzten Jahren, seit ich jetzt da bin, jetzt das dritte Jahr da, noch nicht mit erlebt und das kenne ich auch von früher her nicht, dass in Kroatien eigentlich da so Schnee gewesen war. Es hat zwar manchmal ein bisschen geschneit, aber nicht so extrem, wie es jetzt war. Ja, und jetzt zeige ich euch ein bisschen, wie es bei mir momentan ausschaut. Heute scheint die Sonne wieder. Der Schnee ist jetzt schon langsam wieder am Abtauen, was ich gerade sehe. Für die Dächer geht es schon runter. Naja, auf jeden Fall jetzt zeige ich euch ein bisschen, wie es ausschaut momentan. So, also so schaut es momentan bei mir im Garten aus. Da hinten habe ich einen Haufen Brennholz momentan zusammengesammelt. Das muss ich dann erst verarbeiten. Ja, bei euch ist das normal, wo ihr wohnt. Aber eben da in Kroatien nicht. Alles zugeschneit. Der Schnee, der knirscht so richtig schön, wenn man drauf geht. Ja, eigentlich bin ich aus Deutschland auch aus diesem Grund weg, weil ich keinen Winter nicht mehr haben wollte. Und jetzt habe ich ihn da in Kroatien wieder. Da hinten habe ich schon angefangen mit dem Gemüseanbau. Das ist jetzt natürlich alles unter dem Schnee drin. Ja, was soll's, da geht auch wieder. Aber ich muss sagen, die Straßen sind tipptopp frei. Was bei uns in Deutschland oftmals nicht so der Fall war. Ja, aber das macht auch das aus. Das macht auch das aus, dass die Straßen so schön frei sind. Die sind gestern mit zwei Schneepflügen gefahren. Ich glaube im Halbstundentakt hat die vorbeigefahren. Der eine Schneepflug, denke ich mal, der gehört der Gemeinde, das war also ein großer Orange, wie bei uns in Deutschland auch. Und das andere war von der Feuerwehr, ein Schneepflug. Das war ein etwas größerer Unimog wie normal. Und die haben auch einen Schneepflug, die sind abwechselnd gefahren. Und durch das sind auch die Straßen so schön frei. Also ein Traum. Da können sich manche andere, wie es bei uns in Deutschland war, eine Scheibe abschneiden. Aber die Sonne, die blendet ganz schön im Schnee. Ja, ich beende jetzt das Video wieder, weil ich kaum noch schauen kann, weil die Sonne so reflektiert auf dem Schnee. Ich wünsche euch einen schönen, abwechslungsreichen April und bei Gelegenheit melde ich mich wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Franz.